Moin Leute und willkommen zurück zu Warframe mit dem netten Kosha, Zystub und den Maverick. So, wir sind wieder unterwegs im Rayjack. Wir haben letztes Mal hier diese Orphix-Mission, falscher Planet. Wir haben letztes Mal hier diese Orphix-Mission gespielt. So, hier haben wir jetzt eine Auslöschung. Und hier haben wir ja auch noch eine Auslöschung. Wir gucken jetzt mal, wie schnell wir durchkommen. Wir haben jetzt keine Raketen mehr. Also ich weiß noch nicht. Ich glaube, da mit dem Void-Ding muss ich auf jeden Fall noch hier mit dem schwarzen Loch muss ich auf jeden Fall noch üben, wo das hingeschossen werden muss. So, sehen wir denn jetzt, was wir hier identifiziert? Atodai-Lauf, okay. Habe ich schon. Aber. Okay. Auslöschung mit Nebenmission. Oder? Ach, kann das sein, dass wir da an Bord Auslöschung machen müssen? Und das jetzt hier einfach nur. Zerstöre die Tatsache. Also wir müssen die hier gar nicht wirklich zerstören. So. Gibt es denn noch unser Abschussding? Da verlassen wir nur das Rayjack, richtig? Oberes Geschütz. Rayjack verlassen. Ist denn das hier diese Schussrampe? Nee. Huch. Wo ist denn jetzt das? Ich will da einfach mal an Bord gehen. Gucken wir hier auch irgendwo rein. Was war drin? Krass. So, die Ressourcen hätten wir jetzt wahrscheinlich eh bekommen alle, nachdem es explodiert. Huch. Lol, Alter. Wie groß ist denn der Scheiß hier? Heftig. So, auf der Position gibt es hier auch noch. Aber hier kriegen wir dann noch ein paar Mods, ne? Dann ballern wir den einfach über den Haufen. So. Wir sollen auf jeden Fall wieder nach oben. Hä? Können wir hier mal mit dem Aufzug wieder hochfahren, bitte? So, hier schießen und. Hä? War das jetzt unten? Ach, hier war. Hier ist kein Fahrstuhl, oder? Hä? Ich glaube, auf beiden Seiten gibt es Fahrstuhl, oder? Unser Rayjack geht leicht kaputt. Ich glaube, die fighten da gerade noch ein bisschen aktiv. So. Okay. Also wir sollen ja auf jeden Fall da oben reinjumpen. Und hacken. Und jetzt? Können wir das ja kaputt machen. Hä? Okay. Hey, der hat uns einfach rausgeboostet gerade. So.
Aber wir sollen ja nur die komischen Knoten hier zerstören. So, da ist schon mal einer. Da ist noch einer. So, das muss er auf jeden Fall gleich noch ein bisschen zerstören, ne? So, wir verlieren hier Infoschild. Warum? So. Brauchen noch zwei von diesen. Die sind beide auf der Seite, okay. Ach, die sind innen diesmal, okay. Beide kaputt. Aber geil, wie er die halt one-hittet, ja. So. Machen wir das noch kaputt. Ihr kümmert euch um die anderen Dinge. Oh, wir haben wieder einen neuen Mod bekommen. Und Crewschiff kaputt. Da würde mich ja noch interessieren, ob es hier nicht auch noch irgendwie die Möglichkeit gibt, dass wir da so jetzt müssen wir hier an Bord. So. Dann machen wir jetzt hier unten eine Auslöschung, ja. Also ist das komplett gemixt jetzt mit unseren normalen Missionen. Also finde ich echt cool. Wir haben jetzt eine Auslöschungsmission. Geil. So, hier ist jetzt natürlich dann noch die Frage, wie wir. Ob wir hier Belohnung bekommen? Huch. Das war jetzt nicht so schlau. So, können wir uns ja hier auf jeden Fall ein bisschen speeden und HP geben. Was? Da ist jemand an Bord? Dann mach die weg. Und er macht hier einen auf Captain dann also, okay. Oh, Alarm. Den setzen wir doch mal zurück. So. Mehr gibt's hier nicht. Hier unten gibt's noch irgendwo Ressourcen. So, die sind ja hier oben. So, hier kommt noch einer. Geil finde ich auch, dass hier die Dinger sind, ey. Um ins Granum Boy zu kommen, ey. Plutone. Okay, okay, okay. So, wir brauchen wieder neue Blumen für die Welt. So. Was ist er denn da schon wieder? Hier gibt es auf jeden Fall Ressourcen. So, und verschießt hier ganz Univolt auf uns. So, schön die Schränke aufmachen. Das sind nämlich Ressourcen. Nice, nice, nice. Wobei das wahrscheinlich wie immer nicht effizient ist, aber ist uns erstmal egal. So, jetzt spawnen die hier wahrscheinlich wieder alle so ein bisschen bekloppt, ne? So, da haben wir.
So, alles kaputt machen hier. Soll ich nochmal kurz gucken? Hier geht's zum Ziel schon. Ach nee, nicht zum Ziel, sondern da geht's weiter. Da geht es weiter. Wir haben ja noch nicht alle getötet. Hä? Doch. Ich war leicht verwirrt. So, hier ist nichts mehr. So, jetzt werden die nächsten Gegner angezeigt. So. Der ist jetzt hier unten. So, ey, kein Alarm hier, ne? So, jetzt jumpen wir mal hier rüber nochmal einmal. So. Wenn das lohnt sich jetzt hier wahrscheinlich nicht so wirklich mit den Ressourcen. Aber wir wissen ja noch nicht, wie viel wir jetzt hier irgendwie mal noch bauen müssen und so. Jetzt wird das auf der Map schon wieder so, also auf der Minimap so komisch angezeigt, ne? Riesensymbol wieder. So, hier zeigt er uns jetzt keine Ressourcen an. Okay, hier geht es auf jeden Fall danach weiter. Können wir hier nochmal Blumen setzen. So. Jetzt hier wo so ein Blutraum. Ich dachte gerade, das ist jetzt hier was zum Scannen oder so. Eigentlich echt cool gemacht hier, ey. Vor allem jetzt so mit diesen integrierten in das Raycheck. Not bad. Das macht auf jeden Fall Laune. So. Wo können wir denn den Plexus sehen? Das würde mich mal interessieren. So, hier sind wir gerade rausgekommen, ne? So, können wir uns hier noch das Ding holen? So. Wächter hat den gerade weggenascht. Wenn jetzt so ressourcenmäßig ist, ich glaube ganz gut unterwegs. Okay, jetzt okay, gibt Standard. Was ist denn das Blaue da jetzt? Mal wieder so einen komischen Fortuna-Typi wahrscheinlich befreien, ne? Und wo hier unten das Teil hier oder nee, das war wirklich nur die Anzeige für die Ressource. Da der ist auch gerade kurz blau geworden. Ressourcen. Ich glaube, das ist aber noch ein Bug, oder? Oder zeigt er uns direkt an, dass da diese Würfel drin sind? Ist noch einer? Nehmen einfach alle mit jetzt hier. Und jetzt eher am Ziel. So. Haben wir die Auslöschungsmission geschafft und dann haben wir wieder unser Bonus. Unsere Bonusmission da noch. So, Liss-Relikt haben wir bekommen. So, jetzt sind unsere Onboard-Dinger auch so groß da, der Dreier. Huch. Aber was mich noch interessiert ist, ob wir noch mehr HP auf unser Schiff wieder bekommen können. Da hatten wir ja
vor dem Update mal 6000. Oder ob das schon Max ist. So, das ist jetzt hier einfach nur ein Wrack, ne? So. Also bis jetzt macht das echt Laune. So, jetzt sind es natürlich noch einfache Missionen, ne? Von den Stufen her. Aber bis jetzt das echt nice. Jetzt habe ich zweimal eingesetzt. Eieiei. Werden auch so komisch jetzt angezeigt. Oh. So, hier kriegen wir die ganze Zeit dieses Carbide, ja. So, da ist nichts mehr groß. So, da geht's noch weiter. So, hier gibt's. Gibt es so viele Gegner? Ah, jetzt haben wir unsere Blümlis verloren. So, hier gibt es nichts mehr. Ja, nur Gegner XP, ne? Gucken wir jetzt hier. Alter, was ist denn das hier für ein Gang? Krass. Schade, dass hier nichts Special-mäßiges noch gibt irgendwie. Das ist ja nice. War der Schrank? Ne, die sind. Kann man hier irgendwas machen? Nö. Not bad. So, hier ging es irgendwie noch mal runter. Hier kommen wir wahrscheinlich an der Seite wieder hoch, ne? Okay, ja, das war's auch. Tschum. Okay, okay, okay. Hier gibt's unten nichts. Ah, hier oben wird irgendwo noch was angezeigt. Hä? Ach, hier. Setzen wir uns mal nochmal neu, nehmen wir hier die Energie noch mit. So. So, hier gibt es auch nochmal. Also hier gibt es nur Würfel und Carbide aus Schränken, ne? Bis jetzt gibt es keine anderen Ressourcen. Können wir nur über die Schiffe da töten. Aber krass, dass hier dann so jetzt nicht nur theoretisch, sondern so relativ viel von dem gibt, ne? Vorher muss man ja dann immer Eximus töten, ne? Locken die da auch mal? Oder was machen die hier? Böses. Die machen hier richtig heftig Elektro-Damage, ne? So, hier wird's wieder ins Ziel gehen, ne? Nee. Könnt mir vorstellen, dass man hier, dass hier irgendwas Spezielles noch gibt. Sollte es sonst hier. Hä? Extra diese Dinger hier geben, ne? Okay, mehr gibt's hier leider nicht. Gab nur den einen Blutcontainer. Da hätte ich jetzt hier aber ein bisschen mehr erwartet. Was ist denn das? Vielleicht ist das auch noch vorbereitend für irgendwas anderes. Was noch dazu kommt irgendwie.
aber gleich hier. So, hier gibt es wieder den geilen Raum. So, da müssen wir gleich raus. Nett, 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 nett. Im Prinzip dauert das ja auch nicht so lange hier, ne? Mit dem Special-Ding. Im Prinzip, wenn man jetzt dann halt weiß, okay, da gibt es jetzt nur das, muss ja nur an das Teil ran. So, im Prinzip könnten wir jetzt uns hier schon zurückrufen. Kommt man da schnell rein und ist durch. Und dann war die Mission jetzt nämlich auch geschafft. War diesmal ein bisschen schneller, war eine Auslöschung. So, wir haben, glaube ich, noch dann zwei Missionen. Ah, warum geht der denn immer hier auf die Erde? So, hier haben wir nochmal eine Auslöschung. Was ist das denn? Volatil. Was auch immer das ist, wir werden es herausfinden. So, ich glaube, wir werden beim nächsten Mal hier wirklich irgendwie probieren, da ein bisschen schneller hinzukommen. Und dann gucken wir mal, wie die, wie unsere Crew dann mit dem Crewschiff da klarkommt. Ob es da Probleme gibt. Gut, dann wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Spitze, bedanke mich, tschüss.